Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zur Season 1 MW3. Ich habe wahrscheinlich genauso wie jeder andere mittlerweile die letzten Tage damit verbracht, halbwegs wieder gesund zu werden, weil mich irgendein ekliger, dreckiger Bastard-Virus erwischt hat. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade irgendwie im Bett liegt und keucht und schnupft und Fieber habt und I feel with you, yes, I feel with you, I wish you just the best. Und deswegen leider jetzt 2 Tage kein Video, aber wir sind wieder da und gucken live das allererste Mal in die neue Season und gucken, wie sie ist und spielen eine der Maps einfach. Und das machen wir live, weil das hat euch gefallen. Oh, explosiv. Ich habe wortwörtlich gerade das Game gestartet. Sie dachten, sie könnten mich kontrollieren, mich demütigen, mich auslöschen. Mein Kommandier vertraut mir, weil ich nicht so einfach aufgebe. Und ich breche niemals. Ich brenne einfach weiter. Seine Mission ist meine Mission. Seine Sache ist auch meine. Wären die Games jedes Jahr so gut wie die Trailer, hätten wir noch nie ein Problem gehabt. Will die Welt brennen sehen? Gut. Sie verdient es. Reich mir das Streichholz. Starke Ideen brauchen starke Männer, die sie umsetzen. Sieht schon geil aus. Also los. Ah, warte, ich muss ja für YouTube so. Wartet. Zeit für uns, alles niederzubrennen. Legen wir Feuer. Das macht man so auf YouTube so. Auch allen Thumbnails. Man öffnet den Mund so. Und es muss halt aussehen, als wäre er bereit, dass ein anderer ein P. Das sagen wir jetzt nicht. Okay, allererste Sache, neue Season, Battle Pass. Den kaufe ich mir diesmal eventuell. Ich habe zwar nicht mehr ganz genug COD-Points, weil ich die für irgendwas ausgegeben habe. Oder, nee, ich habe mir einfach seit Monaten keinen mehr geholt, weil es mich ehrlich gesagt nicht gejuckt hat in MW2. Warzone, das ist nichts für mich. Neue Karten, stimmt. Okay, und neue Waffe. Ich habe davon, glaube ich, tatsächlich nichts wahrscheinlich freigeschaltet. Außer es gibt irgendeine Waffe, die man schon spielen kann. Kann man natürlich noch nicht spielen. Okay, das heißt, wir werden Battle Pass leveln müssen. Da seid ihr auch herzlich eingeladen. Das kenne ich alles schon. Alles nichts Neues. Alles nichts Neues. Ich habe bis auf, ich glaube, die beiden Messer auch jede Waffe auf Gold mittlerweile. Dadurch, dass ich ein bisschen krank war, war es ein bisschen schwer nachzuziehen. Okay, das heißt, wir spielen in dieser Runde. Das ist jetzt die Frage. Wisst ihr was, wir spielen einfach irgendwie die jetzt, so, und gucken uns die neue Karte an. Battle Pass war, ich finde es immer ein bisschen dumm, wenn die Leute so in den Videos so 18 Minuten durch den Battle Pass gehen und euch zeigen, was ihr mit eigenen Augen auch selber sehen könnt. Auf die freue ich mich tatsächlich, die RAM 7, muss ich ganz ehrlich sagen, heiße Warnung, okay, das könnte auch mein Bild drauf sein. Black Cell Pass ist Scam, also werde ich niemals von der Meinung wegkommen, sie haben es halt allen Ernstes geschafft, einfach zum Battle Pass, achso, das geht noch gar nicht. Sie haben es einfach zum Battle Pass, den es sowieso gab, geschafft, noch einen Battle Pass hinzuzufügen, der einfach noch mehr Sachen hat als der Battle Pass vorher. Keine Ahnung. Euer Geld, ihr könnt dafür Geld ausgeben, ich kann es nicht ganz verstehen. Und wisst ihr was, wir brauchen ja die Messer noch auf Gold und jetzt machen wir Folgendes. Wir machen einfach, das ist nämlich das Einzige, was mir fehlt für Gold, wir machen die einfach auf Gold in dieser Runde und ihr dürft live dabei sein. Okay, ich habe 3 Abschlüsse damit. Ich habe diese Karte noch nicht ein einziges Mal gespielt. Ich habe 3 Tage gar nicht gespielt. Das heißt, das könnte interessant werden, sage ich mal vorsichtig. Oh shit. Und er hat ein Schild, okay. Das heißt, wir versuchen einfach. Nein, nein, nein!
Wir versuchen da irgendwie das Beste draus zu machen. Ich kenne weder die Karten aktuell. Das war ein Nate-Kill. Das ist mein Kill auf der Flagge. Das ist mein Kill vor der Flagge. Das wisst ihr noch nicht, Chat, aber, oder YouTube-Kommentare. Ich bin der beste Messerspieler der Welt. Das ist etwas, was ich lange Zeit vor euch verheimlicht habe. Oh, er hat eine Streak. Aber es ist tatsächlich die Wahrheit. Es gibt keinen besseren Messerspieler als mich. Es ist, als wenn ich ein geborener... Natürlich ärgerlich, dass sie gerade eine Streak haben. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich bin auch in eine Lobby gekommen, wo die Gegner mein Team zerstören und ich innerhalb von 30 Sekunden mit einem Messer die Hälfte der Kills gemacht habe, die mein bester Teammate gemacht hat. Da kann man, finde ich, dann schon auch mal überlegen, ob dieses Matchmaking so richtig ist. Weil, seien wir ehrlich, es kann nicht sein, dass ich mit einem Messer, irgendwie ist die Karte hier witzig, kann nicht sein, dass ich mit einem Messer innerhalb von 30 Sekunden einfach besser bin als mein gesamtes Team. Ihn juckt gar nicht. Oh, er hat eine RAM 7, die wollen wir haben. Ihn hat auch gar nicht gejuckt, dass ich irgendwie dann einen Nate draufgeworfen habe. Oh, da ist noch einer. Den wollen wir auch noch haben. Ich habe ja gehört, es gibt 3 neue Karten. Das habe ich euch ja im anderen Video auch... Er heißt Podding. Podding. Ich podde dich auch gleich. Die Karten hatte ich euch ja schon genannt. Oh. Ich habe sie halt bisher noch nicht gesehen. Und dadurch, dass ich dann flach lag, war es natürlich auch schwierig für mich, euch das irgendwie jetzt gestern schon zu zeigen. Ich hoffe, ihr könnt es nachempfinden und ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Hier ist... Enko, ist hier jemand? So, das heißt, wir nehmen jetzt dieses Ding mit einem Messer ein. Was mir auffällt, ich weiß nicht, ob ihr das auch so... Also, ich habe innerhalb von 60 Sekunden... 13 Kills gemacht und damit einfach fast mehr als mein gesamtes Team in 10 Minuten. So, wir nehmen wieder unser kleines Messerstecher-Messer in die Hand. Ich liebe die Animation davon immer. Das sieht auch echt böse aus, ne? Also wenn ihr damit jemanden so den Bauch schneidet, ey, da holt ihr einfach seine Gedärme mit raus. Okay, und wir machen 12 gegen 12. Keine Ahnung, wie das heißt. Moshpit... Oh shit. Wir machen 12 gegen 12 Moshpit. Ich glaube nicht, dass mit einem Messer ausgerüstet, das eine glorreiche... Okay. Gute Idee ist. Ich glaube auch nicht, dass meine Teammates eine Ahnung haben, was sie da tun, wenn ich mir den angucke. Oh, hier oben ist einer. Oh my fucking God. Okay, okay. Es kann auch sein, dass 12 gegen 12 vielleicht eine... Okay, es war doch eine gute Idee. Wir haben nämlich wieder ein DMR... Ne, was haben wir? Eine Holger mit CDA-Skin. Das sind ja die Liebsten. Und wenn ihr jetzt mal links aufs Radar guckt, dann seht ihr, dass es immer wieder passiert, dass das Radar so größer wird und kleiner wird. Das werdet ihr in euren Runden mit Sicherheit auch schon festgestellt haben. Also es zoomt rein und es zoomt raus. Junge, er hat sich ja komplett aufgebaut hier. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass das ein Fehler wäre, ein Bug. Aber tatsächlich ist das eine Com-Weste, die ein Teammate tragen kann. Okay, schade, dass ich mit dem Messer nicht ranziehe. Das würde mir helfen. Und diese Com-Weste von Teammates sorgt dafür, dass wenn sie in der Nähe von euch sind, euer Radar ebenfalls reinzoomt und rauszoomt. Und auf der Karte, ich weiß noch nicht, ob ich sie mag, das, irgendwas kommt von oben. Dafür bräuchte ich noch 1-2 Runden mehr. Okay, Semtex-Kill, nice. Aber wenn dieser Teammate mit dieser Weste eben neben euch steht, ist das Ergebnis dessen, dass eure Minimap die ganze Zeit so reinzoomt, rauszoomt. Jetzt seht ihr es links oben wieder. Und jetzt ist einer von denen, ich gehe mal zurück,
Und sie ist wieder groß. Seht ihr, es ist also einer von denen, die hier direkt in der Umgebung von mir stehen. Und genau die sorgen dafür, dass dieser komische Effekt eintritt, der halt, also ich finde ihn nervig. Generell ein größerer Zoom bei der Minimap ist cool. Aber, und das ist das große Aber, schade. Das ist halt nur cool, wenn das entweder dauerhaft ist oder ich das zumindest entscheiden kann, weil so ist es, dass ich halt zwischendurch auf die Minimap gucke. Junge, ich habe 3 Kills und das ist eine absolut schlechte Idee gewesen, in diesem Modus alleine mit dem Messer bei 12 gegen 12 in Ruhe jemanden abstechen zu können. Oh, come on! Ja, alle am Snipe. Oh, ich hasse es so sehr. Schieß die Konterdrohne ab. Habt ihr gut gemacht. Schieß die Konterdrohne. Oh. Ich komme, Leute, nicht mal in die Nähe eines Gegners mit dem Messer. Hier auf der Karte gerade. Ich komme nicht einmal in die Nähe. Mir fällt auch dabei auf, dass ich keine Geistweste anhabe. Das hätte ich vielleicht tun sollen, aber selbst mit der sehe ich nicht, dass ich deswegen beim 12 gegen 12 Modus... viel weiter gekommen wäre. Okay, okay, das... und geflasht. Okay, aber zum Ende hin dieser Runde, wir haben sie kennengelernt, nochmal 3 Kills und vielleicht schneide ich auch einfach nur die 3 Kills und sage, Game ist abgebrochen, dann sieht es besser aus. Die Season hat natürlich noch viel, viel mehr zu bieten. Das war jetzt, die Waffen haben wir noch nicht freigeschaltet, es waren 2 der Karten, die neu dazugekommen sind. Warzone ist jetzt endgültig da, was natürlich von jedem durchgegrindet wird, der an Battle Royale in irgendeiner Art und Weise Interesse hat. Ich habe seit Jahren nicht, ich kann auch Battle Royale nicht mehr hören, ich finde es schrecklich einfach. Aber ich bin ja immer noch der Meinung, das habe ich euch vorher schon gesagt, dass dieses Mal die Season vom Content her, von den Maps her, von den Waffen her, von dem Event, was jetzt kommt und für 61 Tage definitiv eine ist, bei der man zufrieden sein kann. Allerdings ist natürlich der Maßstab für alles, was jetzt kommt, auch dementsprechend hoch, weil wenn die nächste Season, Season 2, jetzt langweilig ist oder weniger Content hat, wird alles, was im Multiplayer an Spielern ist, direkt wieder gehen. Und dann, muss man ganz ehrlich sagen, kann das auch wieder böse enden. Ich hoffe, das hat euch für heute einen kleinen Einblick von mir gezeigt in die neue Season. Ab morgen bin ich hoffentlich auch wieder komplett fit und richtig ausgeruht und dann gibt es auch noch mehr. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus.